Danke, Herr Naas. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Pentz zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für die einen sind die Hartz-IV-Reformen ein Wunderwerk. Die anderen, wie heute die Linken und die Linken in der SPD, sehen darin ein Teufelswerk, das alles Unheil dieser Welt über Land und Leute gebracht hat. Aber niemand wird ernsthaft bestreiten können, dass Deutschland in der damaligen Situation ohne Sozialreform nicht ausgekommen wäre. Die Hartz-IV-Reformen wurden in dieser Zeit, in der damaligen Zeit eingeführt, in der unser Land in einer tiefen Krise gesteckt hat. Und jetzt bin ich heute nicht hier, um die Sozialdemokraten zu loben. Aber in einer Zeit, in der wir damals 5 Millionen Arbeitslose im Land hatten und die Rezession überall spürbar war, waren diese Reformen alternativlos, und sie waren letztendlich richtig. Der Sozialstaat ist ein Netz, aber er ist keine Hängematte, Herr Rudolph. Und deshalb müssen Sozialleistungen ganz nach dem Grundsatz fördern und fordern, immer eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Und dazu gehören auch immer Sanktionen. Nun habe ich mir Ihren Antrag ausführlich durchgelesen, und das ist für einen linken Antrag nicht selbstverständlich. Sie schreiben in der Begründung, dass Ihre Kritik, ich zitiere, breit in der Gesellschaft geteilt würde. Und darüber hinaus feiern Sie die Unterstützung der Gewerkschaften sowie, ich zitiere aus Ihrem Antrag, aller führenden Wohlfahrtsverbände. Wohlfahrtsverbände. Sie fordern nach dem Motto, Hartz IV muss weg und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt werden. Das heißt, Geld für alle und jeden, und es führt zu Ihrer ewig vorgetragenen Forderung zu dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich finde es interessant, dass DIE LINKE hier in Ihrem Antrag explizit Wohlfahrtsverbände hervorhebt. Wie gesagt, ich habe Ihren Antrag gelesen. Das bringt mich unweigerlich zu einem Wohlfahrtsverband, der aktuell im Fokus der Ermittlungsbehörden und der Medien steht. Wenn auch nur die Hälfte, meine sehr geehrten Damen und Herren der Sozialdemokraten und der LINKEN, wenn auch nur die Hälfte dessen, was wir jeden Tag lesen müssen, wahr ist, dann handelt es sich hier um einen der ganz großen Vertrauensverluste in der Geschichte eines Wohlfahrtsverbandes des Landes. Da muss ich doch die Frage stellen, wer schwingt sich hier in Ihrem Antrag eigentlich auf, gemeinsam mit den LINKEN uns mit erhobenem Zeigefinger in unerträglicher Doppelmoral zum Umgang mit Geld der Allgemeinheit einen Vortrag zu halten. Ist das beispielsweise ein Wohlfahrtsverband, dessen ehemalige Geschäftsführerin in Wiesbaden mit 280.000 € ungefähr so viel verdient wie die Bundeskanzlerin? Ist das ein Wohlfahrtsverband, den Sie hier in Ihrem Antrag erwähnen, der Studenten ohne Berufserfahrung Jahresgehälter von über 100.000 € und Dienstwagen zuteil werden lassen, weil sie ein rotes Parteibuch haben? Ich frage, ist das ein Wohlfahrtsverband? Ich frage Sie ja, Sie können sich ja erklären, in dessen Struktur sich neben einer SPD-Familie auch sonstige Sozialdemokraten gut und gerne bedienen. Denn die SPD Frankfurt hat schon im Jahr 2000 einen Antrag gestellt bzw. durchbekommen, die SPD Frankfurt, ja, und dafür gesorgt, dass keine städtische Kontrolle mehr über Gehälter und Ausgaben erfolgt. Ist das so? Von Dienstwagen über 400 PS bis Übernachtungen im Adlon in Berlin bis hin zu exorbitanten Wochenendzuschlägen und dubiosen Beraterverträgen gar nicht zu sprechen. Und jetzt lese ich, dass ausgerechnet zwei SPD-Abgeordnete, Herr Yüksel und Frau Uli Nissen, ihr Amt als Rechnungsprüfer niedergelegt haben, obwohl man doch gerade in der jetzigen Zeit auf die Verantwortung eines Rechnungsprüfers am wenigsten verzichten kann. Das, meine Damen und Herren, ist ein bemerkenswertes Verständnis von Verantwortung.
Ist das ein solcher Wohlfahrtsverband, den Sie hier ausdrücklich in Ihrem Antrag erwähnen, der scheinbar ohne jegliches Maß mit öffentlichen Geldern um sich wirft, aber Sanktionen bei fehlender Eigeninitiative als menschenunwürdig anprangert? Meine Damen und Herren, mich bringt so schnell nichts aus der Fassung oder aus der Spur. Aber in dieser Frage bin ich tatsächlich fassungslos. Meine Damen und Herren, ich weiß, Sie wollen das nicht hören, aber es ist so. Es drängt sich der Verdacht auf, dass diese AWO seit vielen Jahren mit Linken und vor allem SPD verwoben ist, eine führende Sozialdemokratin, die momentan nicht im Saal ist, eine führende Sozialdemokratin hat erst vor wenigen Wochen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums in der Frankfurter Paulskirche im Beisein des Oberbürgermeisters Peter Feldmann gesagt, die AWO, ich zitiere, sei untrennbar mit der Sozialdemokratischen Partei verbunden. Was sich da auftut, meine Damen und Herren, ist ein Schlag ins Gesicht für die vielen Ehrenamtlichen innerhalb der AWO, die dort die eigentliche wertvolle Arbeit und Sozialarbeit leisten. Was muten Sie mit diesem Antrag, was muten Sie der AWO und den Ehrenamtlichen eigentlich zu? Und mit solcher Unterstützung solcher Funktionäre wollen Sie uns erklären, dass unser Staat alle Leistungen sanktionsfrei und am Ende ohne jede Bedürftigkeitsprüfung leisten soll. Deswegen, meine Damen und Herren, zusammenfassen. Erstens. Wir nähern uns in Deutschland der Vollbeschäftigung, und das haben wir in erster Linie der CDU und Angela Merkel zu verdanken. Aber auch ein bisschen den Hartz-IV-Reformen. Zweitens. Sanktionen sind nicht menschenunwürdig, sie sind verfassungskonform, und sie sind notwendig. Und drittens, es ist alles gesagt, Sie hinterlassen mich fassungslos, bringen mich aber trotzdem nicht aus der Ruhe. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Danke, Herr Pentz. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Rudolph, SPD-Fraktion, gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Einzige, was uns fassungslos macht, war diese unterirdische und am Thema danebenliegende Rede von Ihnen, Herr Pentz. Es war genauso daneben, wie Frau Goldbach im Innenausschuss, als um das Thema Aufklärung Mord Lübcke AWO dazwischen gerufen hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Position der SPD ist relativ klar. Das, was Staatsanwaltschaft zu besorgen hat, ist Sache der Staatsanwaltschaft. Das notwendige Konsequenzen zu ziehen, ist die Forderung nicht nur des Frankfurter SPD-Vorsitzenden. Das haben auch Kollegen wie Turgut Yüksel und andere getan. Und das, was nicht in Ordnung ist, muss auch entsprechend sanktioniert und geahndet werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hätte ich mir von Ihnen bei der Schwarzgeldaffäre, das hätte ich mir von Ihnen auch mal bei anderen Dingen gewünscht, um uns hier zu belehren. Eine ziemliche Unverschämtheit. Eine ziemliche Unverschämtheit. In der Sache selber, ja, das wollen Sie nicht hören, weil hier geht es um ein Thema, was in der Tat die SPD über viele Jahre beschäftigt hat. Auf dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit mit 5,5 Millionen Beschäftigten ist diese Reform entwickelt worden. Ja, das hat in der SPD zu harten Auseinandersetzungen geführt, zu Austritten, zu schlechten Wahlergebnissen. Aber wir sind auch bereit, notwendige Konsequenzen zu ziehen. Und deswegen machen wir es uns nicht so einfach wie die Linken. Ja, und das hat die Kollegin Gnadl vorgetragen. Das, was wir auf dem Parteitag beschlossen haben, ist ein langer Prozess, weil wir eine Verantwortung haben für die gesamte Gesellschaft, für das gesamte Land. Und das ist unsere Zielsetzung. Das kommt in unserem Antrag, finde ich, auch gut zuvor. Und das in Verbindung zu bringen mit einem Skandal, mit einer Affäre bei der AWO, finde ich ziemlich schäbig, ziemlich kleinkariert. Typisch Pentz, kann ich da nur sagen an der Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Satz noch. Wer so an der Sache vorbei argumentiert und so hilflos auf so etwas zurückgreifen muss,
der scheut die inhaltliche Debatte, um die es geht. Wie soll nämlich der Sozialstaat der Zukunft aussehen? Wie ist er solidarisch und gerecht? Darauf gibt der Generalsekretär keine Antwort, wie Sie nie eine Antwort geben. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Herr Pentz, Sie haben, wenn Sie mögen, Gelegenheit zur Antwort. Sie verzichten. Dann redet jetzt für die Landesregierung Herr Staatsminister Klose. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich komme noch einmal zum Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes zurück und will ausdrücklich festhalten, und ich glaube, das würde auch von niemand bestritten, die Reform des Arbeitslosengeldes II im Jahr 2005 war ganz bestimmt das umfangreichste arbeitsmarktpolitische Vorhaben der vergangenen Jahrzehnte. Und eine Sache kann auch niemand bestreiten. Durch die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe haben Millionen Sozialhilfebeziehende den Anspruch bekommen, bei der Eingliederung in das Erwerbsleben gefördert zu werden. Und das war eine der Kernneuerungen damals, und die ist nach wie vor richtig und gut. Es war eine wichtige Weichenstellung für die Menschen, um die geht es vor allem. Aber übrigens auch für die Kommunen war das eine ganz wichtige Weichenstellung. Und dieser Anspruch auf gesellschaftliche Integration über die Teilhabe am Arbeitsmarkt, der sollte mit Qualifizierung, mit Weiterbildung und mit Fortbildung eingelöst werden. Es war und es ist nach wie vor eine große Aufgabe, diesem Anspruch auch wirklich gerecht zu werden. Denn gleichzeitig, das ist die andere Seite dieser Reform, wurden damals die Zumutbarkeitskriterien für die Arbeitsaufnahme verschärft, und es wurde die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I von maximal 36 auf höchstens 18 Monate verkürzt. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Statistik bestätigt im Nachhinein diese Reform. Wenn wir uns aber die Arbeitslosenzahlen von damals und heute anschauen, stimmt das zunächst, aber eigentlich müssen wir ja von zwei verschiedenen Epochen des Arbeitsmarkts sprechen. Anfang Januar 2005, als das Sozialgesetzbuch II, die Grundsicherung für Arbeitssuchende, umgangssprachlich Hartz IV, in Kraft getreten ist, da waren in Deutschland knapp 5 Millionen Menschen als arbeitslos gemeldet. Und Fakt ist, diese Zahl hat sich bis heute mehr als halbiert. Und es gibt eine ganze Zahl von Studien, die auch belegen, dass die damalige Reform daran einen nicht ganz unwesentlichen Anteil hat. Wenn wir aber heute vom Arbeitsmarkt und davon sprechen, wie wir arbeitslose Menschen wieder in den Arbeitsmarkt integrieren können, dann tun wir das unter völlig anderen Voraussetzungen. Und wir tun das im Angesicht ganz anderer Herausforderungen, als es noch vor 15 Jahren der Fall war. Und leider gibt der vorliegende Antrag der LINKEN diese Differenzierung in keiner Weise her. Mit welchen Herausforderungen wir uns heute auseinandersetzen müssen, das zeigen die aktuellen Arbeitsmarktberichte für Hessen. Vielleicht reden wir auch jetzt einmal über Hessen. Die Beschäftigtenzahl wächst rasant. Der hessische Arbeitsmarkt ist trotz leichter konjunktureller Eintrübungen absolut robust. Und in 14 von 26 Landkreisen nähern wir uns der Vollbeschäftigung mit einer Arbeitslosenquote von 4,0% oder darunter. Das heißt aber auch, und das ist die eigentlich große Herausforderung heute, wir brauchen dringend mehr Fachkräfte. Oft können Stellen gar nicht mehr schnell genug nachbesetzt werden. Es fehlen qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in vielen Branchen. Und daran sieht man doch, dass diese Ausgangslage eine völlig andere ist als noch im Jahr 2005. Und die zwingende Verpflichtung, vor der wir als Gesetzgeber, als Rechtssetzer immer stehen, ist fortwährend zu fragen, ob die bestehenden, ob die seinerzeit eingeführten Instrumente geeignet sind und dabei helfen, auch die aktuellen Problemlagen und Herausforderungen zu lösen. Und das gilt selbstverständlich genauso in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Und es gilt gerade nach einer so grundlegenden Reform, wie sie damals gemacht wurde.
die simple Abschaffung eines gesamten Leistungssystems, so wie es DIE LINKE in ihrem Antrag vorschlägt, ist ganz sicher nicht der richtige Weg. Richtig ist, den Wandel der Arbeitswelt und dem veränderten Arbeitsmarkt durch stetige Reformen und durch Weiterentwicklung gerecht zu werden. Und dann gehört es doch auch zur Wahrheit, dass wir heute trotz beinahe Vollbeschäftigung in einigen Landkreisen immer noch eine recht hohe, eine zu hohe und konstante Zahl von Menschen haben, die seit mindestens einem Jahr als arbeitslos gemeldet, also langzeitarbeitslos sind. Im vergangenen Monat waren das knapp 45% derjenigen, die Leistungen des SGB II in Hessen bezogen haben. Und wenn man mit dieser Zahl konfrontiert ist, dann muss man doch genau hinschauen. Und dann lautet die Frage, mit welchen Instrumenten, mit welchen Maßnahmen können wir diesen Menschen helfen, wieder in Arbeit zu kommen und damit auch an dieser Gesellschaft teilzuhaben? Klose, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Schaus zu? Ich lasse gerne eine Zwischenfrage zu. Herr Minister, Sie haben ja eben von fast Vollbeschäftigung gesprochen. Das ist so ein Thema, was mich sehr umtreibt, weil ich wüsste ganz gern, wie definieren Sie fast Vollbeschäftigung? Also ich kenne eine Definition aus meiner, sag ich mal, Zeit vor 20, 25 Jahren, da definierte man Vollbeschäftigung, wenn die Arbeitslosenzahl unter 1% ist. Haben Sie diese Vollbeschäftigung gemeint oder wie haben Sie es definiert? Herr Klose, ich erteile Ihnen wieder das Wort. Schaus, sage ich Ihnen gerne, ich erhalte mich an die derzeit allgemein gängige Definition von Vollbeschäftigung, habe sie auch eben genannt, 4,0% oder darunter. Ich will noch einmal dazukommen, wo ich gerade stand, und will deshalb auch den schon erwähnten Armutsbericht von heute anpacken. Denn gerade Erwerbslosigkeit kann doch Armut zur Folge haben. Und wenn Menschen dauerhaft ohne eigenen Verdienst auskommen müssen, mit dem sie ihr Leben auskömmlich finanzieren, dann fallen ganz schnell Dinge weg, die für die meisten selbstverständlich sind. Besuche in Museen und Schwimmbädern, Urlaub, ein Restaurantbesuch mit Freundinnen oder Freunden. Und das nicht zu können, das ist auch eine Facette von Armut. Und wir haben die Zahlen ja gerade bekommen, dass die Armutsquote weiter gestiegen ist und jetzt bei 15,8% liegt. Und wenn Sie sich klar machen, was das heißt, dass nämlich über 15% der Menschen in Hessen über weniger als 60% des mittleren Einkommens verfügen, dann zeigt das, wie wichtig es ist, dass wir weiter und noch intensiver daran arbeiten, die Armutsquote zu senken und das Leben derjenigen zu verbessern, die von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind. Dafür gibt es verschiedene politische Instrumente. Ich will mich aber zunächst darauf konzentrieren, noch einmal darüber zu reden, was wir tun, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Denn Armut ist häufig Erwerbsarmut. Und hier in Hessen beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das geht, ja schon länger. Um diesen Menschen zu helfen, haben wir in der vergangenen Legislaturperiode für alle, die seit mindestens 2 Jahren im SGB II-Bezug sind, und die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder fehlender Berufsabschlüsse nur geringe Chancen haben, da auch wieder rauszukommen, ein eigenes Förderangebot geschaffen. Und das richtet sich ausschließlich an Langzeitarbeitslose. Es nennt sich KOPEL, Kompetenzen entwickeln, Perspektiven eröffnen. Und dieses Programm ist sehr erfolgreich. Stand Januar 2018 haben hessenweit 1.600 Menschen in 18 Einzelprojekten an diesem Programm teilgenommen, und davon sind ca. 200 in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gewechselt, 100 weitere in eine anschließende Qualifizierungsmaßnahme und 50 weitere in einen Minijob. Das Projekt läuft noch bis Jahresende. Dann werden wir uns anschauen, wie die abschließenden Zahlen aussehen, und daran werden wir dann anknüpfen, um auch in dieser Legislaturperiode gerade die langzeitarbeitslosen Bürgerinnen und Bürgern besonders bei ihrem Weg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Und wichtig ist mir gerade bei diesem Personenkreis auch, dass wir den Vorrang sofortiger Vermittlung in Arbeit überwinden und zunächst versuchen, die betroffene Person so zu qualifizieren, dass sie im Anschluss auch dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt bestehen kann. Dazu haben wir
bereits entsprechende Fachtagungen für alle Jobcenter durchgeführt, und wir unterstützen die Jobcenter auch bei der Entwicklung entsprechender Konzepte vor Ort, weil es eben darum geht, gerade bei denjenigen, die nicht über Qualifikationen verfügen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind, sie zunächst, bei ihnen zunächst in Ausbildung und Qualifizierung zu investieren. Meine Damen und Herren, ich möchte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht unerwähnt lassen vom 5. November 2019, weil wir ja über Hartz IV reden. Das hat ja Klarheit geschaffen. Es schränkt die Sanktionsmöglichkeiten, um Mitwirkungspflichten beim Bezug des Arbeitslosengelds II durchzusetzen, deutlich ein. Das Urteil schließt Sanktionen nicht generell aus. Es wendet sich aber klar gegen Sanktionen, die in ihrer Summe existenzgefährdet sein können. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, hier muss eine gesetzliche Neuregelung her. Bis dahin gilt aber, dass Leistungskürzungen über 30% der Regelleistung bei Verstößen gegen Mitwirkungspflichten gegen die Menschenwürde verstoßen. Und ich finde es ausdrücklich richtig, Herr Klose, ich weise auf die Redezeit hin. Vielen Dank für den Hinweis, dass der Bund, die Länder, die kommunalen Spitzenverbände und die Bundesagentur sich verständigt haben, den Tenor dieses Urteils bis zur Neuregelung auch auf die unter 25-Jährigen und diejenigen, die Meldeversäumnisse haben, auszuweiten. Das finde ich ausdrücklich richtig, weil es zeigt, dass wir auch einen lernenden Sozialschutz haben. Auch beim Thema Kindergrundsicherung ist bereits so viel Bewegung entstanden, die in Ihrem Antrag überhaupt keine Berücksichtigung findet. Die Länder befassen sich längst mit dem Thema. Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass wir im Rahmen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz über dieses Thema beraten haben. Und wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, im nächsten Jahr in einem konkreten Vorschlag zur Einführung einer Kindergrundsicherung zu diskutieren, eine politische Entscheidung zu treffen und sogar Wege zur Umsetzung aufzuzeigen. Das zeigt, dass die Länder sich eigentlich einig sind. Im Grundsatz ist das der richtige Weg. Aber egal, in welcher Art und Weise sie kommt, alle Modelle einer Kindergrundsicherung, die diskutiert werden, haben weitreichende Auswirkungen auf das bestehende soziale Sicherungssystem. Denn dann geht es zuvorderst um die Kinder und um ihr Wohlergehen. Ihre tatsächlichen Bedarfe sollen eigenständig ermittelt und angemessen abgesichert werden. Es geht darum, Kinderarmut zu bekämpfen. Es geht darum, Sozialleistungen für Kinder noch stärker an deren tatsächlichen Bedürfnissen auszurichten. Aber es geht eben keineswegs nur um Existenzsicherung, sondern genauso auch darum, die gesellschaftliche Teilhabe zu verbessern und finanziell abzusichern. Wir arbeiten daran engagiert mit, genauso wie an der Weiterentwicklung des SGB II. Und freuen uns über Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Da Sie ein wenig überzogen haben, haben wir jetzt ein bisschen mehr Redezeit. Aber ich weise schon mal aus ergonomischen Gründen darauf hin, dass das uns alles von der Mittagspause abhält. Auf jeden Fall hat sich Frau Böhm von den Linken noch einmal gemeldet, und Sie haben dann 5,5 Minuten Redezeit. Danke sehr, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, ob die 5,5 Minuten reichen würden, den vielen Unsinn, den ich jetzt gerade gehört habe, wieder gerade zu rücken. Aber ich würde jetzt erst einmal anpacken an dem Redebeitrag des Ministers, der durchaus einige positive und auch nachdenkliche Elemente hatte, eher als andere. Armut und Erwerbslosigkeit, also schauen Sie sich noch einmal den Armutsbericht der Parität heute an. Armut und Erwerbslosigkeit hängt nicht unbedingt zusammen. Es ist nur ein Teil der Armen, die erwerbslos sind. Es sind ganz viele arme Rentner und Rentnerinnen. Und es sind ganz viele Erwerbstätige, die arm sind. Und ich denke, da hat Hartz IV eine ganz große Rolle gespielt. Und da komme ich auch zu der Frage, in welcher tiefen Krise dieses Land war. Ich glaube, ich war 2005 irgendwie außerhalb des Landes. Anscheinend ist die tiefe Krise an mir vorbeigegangen, zumindest nicht in diesem Maße, wie Sie sie jetzt dargestellt haben. Auf jeden Fall wurde die
tiefe Krise mit den Agenda-Reformen dahingehend gelöst, also ihre tiefe Krise, dass sie den Arbeitsmarkt gnadenlos liberalisiert haben. Damit hatten sie natürlich mehr Erwerbstätige, logisch. Sie hatten auch mehr Minijobs und Midijobs und was es alles an Perversitäten heute auf dem Arbeitsmarkt gibt. Sie haben mehr Leute, die für 500 € auf Abruf schaffen, 500 € im Monat, und dann gucken müssen, wie sie auf ihre Stunden kommen, um ihre Familie und ihren Lebensunterhalt damit zu sichern und sich mit ihrem Chef, ihrer Chefin gutstellen müssen. Ich denke, wenn Sie das als Krisenüberwindung sehen, dann gute Nacht, Deutschland. Ich möchte auch noch einmal etwas sagen zu den Arbeitslosenzahlen. Wenn Sie sich die Arbeitslosenstatistik angucken, selbst die Agentur für Arbeit spricht jetzt nicht nur von Arbeitslosen, sondern von Menschen, die unterbeschäftigt sind. Das sind die Menschen, die in Maßnahmen sind, die als Rentner mit 58er-Regelung noch nicht mehr vermittelt werden müssen und andere. Das ist inzwischen schon ein Drittel mehr an Leuten, die noch dazugezählt werden müssen. Und ich denke, gerade die anderen, die noch nicht gezählt worden sind, weil sie, wie ich vorhin gesagt habe, die 46%, die keine Leistungen beantragen. Wenn Sie sich das alles angucken, dann sehen unsere Arbeitslosenzahlen auf dem Papier zwar gut aus, aber sie haben sie so gnadenlos in den letzten Jahren geschönt, dass sie nicht mehr der Realität wieder entsprechen. Und ich denke, gerade wenn es darum geht, um Arme, um Hartz-IV-Empfänger, die erwerbstätig sind, Herr Dr. Naas, diese Trauergeschichte, die Sie vorhin gesagt haben, wie schlimm es so ist oder wie dankbar Sie den Menschen sind, die jeden Morgen aufstehen. Es gibt eine ganze Menge Hartz-IV-Empfänger, die jeden Morgen aufstehen und Vollzeit tätig sind, erwerbstätig sind und trotzdem dann an dem Dienstleistungsdonnerstag zum Jobcenter gehen müssen, um dort ihre Leistungen aufstocken zu lassen, weil sie von dem Geld nicht leben können. Den Dank von Ihnen, da werden die sich wahrscheinlich sehr freuen darüber, weil genau solche Positionen haben Ihnen dieses Leben eingebrockt. Und wenn ich mir Ihre Argumentation anhöre, dann denke ich immer noch, da gucke ich noch einmal ein Stückchen, ein Raster weiter und denke an den Post von kurzem von Herrn Rahn, die diese Leute als parasitär bezeichnet hat. Das hörte sich genau in diese Richtung, hörte das sich an. Und wenn wir uns angucken, wie wird Hartz IV heute aufgenommen? Also die Rede von Rahn. Wie wird Hartz IV heute aufgenommen? Es wurde gesagt, dass es durchaus Profis gibt, die in der Lage sind, die sagen, na, da ist ja nicht alles falsch dran, da müssen wir vielleicht ein bisschen was verändern. Aber reden Sie doch einmal mit den Menschen, die mit Hartz IV täglich leben, die nicht wissen, wie sie ihren nächsten Monat ihre Miete zahlen sollen, weil das Jobcenter gesagt hat, nein, wir übernehmen die Mietsteigerung nicht mehr, die auch keine alternative Wohnung finden. Reden Sie doch einmal mit den Menschen in den existenziellen Nöten. Sagen Sie, kommen die nie zu Ihnen. Bei uns kommen sie immer an. Und ich denke, da ist notwendig, dass es eine grundlegende Änderung gibt. Leider kann ich jetzt zu dem Ausfall von Herrn Pence nichts mehr sagen. Das tut mir leid. Aber ich beziehe mich auf den Vorhang. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Vielen Dank, Frau Böhm. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Die zwei Anträge, die wir diskutiert haben, schicken wir beide in den Sozialpolitischen Ausschuss. Das machen wir so. Damit rufe ich jetzt die Mittagspause auf. Und ich bin ganz großzügig, gebe uns eine Minute mehr. Um 15:05 Uhr fangen wir wieder an. Oh.